Also 11.15 Uhr deutsche Zeit, Box Hamzat. Das ist der erste Kampf bei der Olympiade gegen Argentinien. Ihr würdet euch bestimmt freuen, wenn ihr ihn unterstützt. Ich werde mir das ja auch gleich reinziehen. Und ja, Bruder, wir sind bei dir. Kämpfst nicht alleine. Wir drücken dir die Daumen, wünschen dir Gold, wünschen dir Weltmeistertitel und wünschen dir alles Glück der Welt an dieser Stelle. Fazit ist auf jeden Fall, wenn du schon aufgeregt bist, weil dein Bruder boxt aufgeregter als du selber, dann trink nicht noch einen türkischen Mokka. Kratzt mir gerade nervös am Knie durchgehen. Also noch 45 Minuten, schaltet ein und drückt alle fest die Daumen. Nichts gegen Argentinien, aber Hamzat, du musst killen. Also, in jedem Unglück steckt ein Funken Hoffnung. Schade. Auf jeden Fall definitiv schwer enttäuscht gerade, weil ich fand, Hamzat eigentlich vorne. Ich fand den Kampf an sich ausgeglichen, aber dennoch habe ich uns vorne gesehen. Habe versucht, unparteiisch zu gucken. Natürlich Props an Argentinien, man soll nie schlecht verlieren. Eher Hass auf die Punktrichter. Aber es ist ja im deutschen Boxsport eh dass da sehr parteiisch gepunktet wird und auch generell im olympischen Boxen. Aber meine Musik hätte keinen Funken Wahrheit, wenn ich nicht sagen würde, ey, das ist erst der Anfang. Jeder Niederlage steckt irgendwo auch ein neuer Gewinn. Deswegen, Hamzat, wir lieben dich, wir stehen hinter dir. Wir fangen erst an, Alter. Was hast du denn da? Punktrichtermodus. Augen immer auf den Kampf. Auf jeden Fall weatherproof, saltwaterproof, kieselsteinproof. Mit schönen Nähten.